Ja, wir haben hier heute ein sonderbares Schauspiel erlebt, nämlich insofern, dass sich Nationalratsabgeordneter der ÖVP und der Grünen darüber echauffieren und beleidigt sind, dass eine Sitzung des Nationalrates stattfindet. Oh, wie grausam, meine Damen und Herren. Die ganze Debatte ist scheinheilig, das wissen wir von Anfang an. Es war natürlich auch klar, wir haben diesen sogenannten nationalen Schulterschluss, der nicht lange gedauert hat, aufgrund der Tatsache, dass Sebastian Kurz andere Meinungen nicht zugelassen hat, andere Meinungen als dumm abqualifiziert hat, pauschal, und seinen Weg als einzig Alternativlosen dargestellt hat. Ja, man kann am Beginn sowas machen, das war nicht unvernünftig, dass man mal sagt, wir verschaffen uns einen Überblick, wir gewinnen ein paar Tage Zeit. Militärisch gesprochen kann man vielleicht auch sagen, man beurteilt die Lage, aber diese Lage muss man immer wieder neu beurteilen und aus gewonnenen Erkenntnissen, die es ja auch gibt, neue Schlüsse ziehen. Aber was machen Sie? Sie haben nach wie vor kein wahres Exit-Szenario. Sie treiben das auf die Spitze. Sie treiben das vor allem mit der Maskentragepflicht auf die Spitze. Die wird immer weiter ausgeweitet statt reduziert. Und das ist in Wahrheit das Symbol Ihrer Krise. Das ist das Symbol der Angst. Der Angst, die gezielt geschürt wurde, wo Sebastian Kurz vor 100.000 Toten gewarnt hat, wo es keinen Beleg dafür gibt, wo Sebastian Kurz behauptet hat, dass jeder jemanden kennen wird, der an Corona gestorben ist. Er wollte, dass jeder Mensch Angst hat, dass seine Eltern bzw. Großeltern krank werden oder sterben. Das ist schäbig, meine Damen und Herren. Das ist letztklassig. Das ist eine ganz miese Art und Weise der Politik, die hier betrieben wird. Und meine Damen und Herren, denken Sie auch an die Wirtschaft. Gerade die angebliche ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP, was Sie der Wirtschaft zugemutet haben, was Sie den Gastwirten zugemutet haben. Ich glaube, zur Anspringung der Konjunktur wird diese Maskenpflicht auch nicht gerade beitragen, weil es das Kauferlebnis massiv eindrückt. Und Sie sagen ja immer, die Bevölkerung trägt es angeblich mit so großer Begeisterung mit. Das ist mitnichten der Fall. Die Bevölkerung trägt das mit, weil sie es mittragen muss. Wenn ich verpflichtet bin, in gewissen Gebäuden die Maske aufzusetzen, dann mache ich das ja nicht freiwillig. Sie nötigen Kinder, Schulkinder, die Masken zu tragen, obwohl das nicht nur kontraproduktiv ist, medizinisch sinnlos ist, sondern in vielen Fällen auch gefährlich ist. Ich war letztens Gott sei Dank wieder in der Lage, mir die Haare schneiden lassen zu können. Und da hat mir die Friseurin auch erklärt und gesagt, wie sehr die Berufsgruppe der Friseurinnen zum Beispiel unter dieser Maskenpflicht leidet, die den ganzen Tag die Maske aufhaben, wo die feinen Haare bei den Zwischenräumen hineinkommen, die man die ganze Zeit aus- und einatmet. Das kann ja nicht der Sinn und Zweck der Übung sein. Oder die Gastronomie, wo Gastwirte jetzt schon Angst davor haben, dass das Servicepersonal das nicht durchhält, einen 8-Stunden-Tag oder länger in der Gastronomie, wo es um Geschwindigkeit geht, wo man von einem Tisch zum anderen hechten muss, mit größeren Abständen, wo die Wege weiter werden, dass man das über viele Stunden durchhält. Also das kann es nicht sein. Diese Maskenpflicht ist Ihr Symbol der Angst. Schaffen Sie das ab, so schnell wie möglich. Jeder, der die Maske tragen will, freiwillig, kann das natürlich machen. Man kann auch darüber nachdenken, Risikogruppen auszustatten mit Masken, die tatsächlich auch einen Eigenschutz haben. Aber bitte tun Sie dieses Symbol weg. Geben Sie den Menschen endlich. Geben Sie den Menschen endlich Zuversicht. Sie sind nach wie vor als apokalyptische Reiter unterwegs. Der Nationalratspräsident ist sich sogar sicher in seiner Glaskugel, dass es zur zweiten Welle kommt. Es scheint ja so, als wie wenn manche in der ÖVP die zweite Welle nahezu herbeisehnen. Wir machen das nicht. Wir wollen vernünftig vorgehen. Wir wollen verantwortungsbewusst vorgehen. Dazu gehört aber nicht, dass man die Angst, die geschürt wurde, aufrechterhält. Es gibt nach wie vor viele ältere Menschen, die sich nicht außer Haus trauen aufgrund ihrer Politik, die sie betrieben haben. Beenden Sie das, geben Sie den Menschen Zuversicht, geben Sie den Menschen Hoffnung und lassen Sie endlich die Wirtschaft wieder leben. Applaus